Und ja, wir schauen mal, wie es läuft. Morgen erwartet man ja die meisten Zeremonien, wo es hier die mit den Siegerehrungen dann werden alle dann geehrt. Die Nationalmannschaft wird vorgestellt. Ja, da werden es in einigen Matches noch geben, die sehr, sehr interessant werden können. Ja, da werden die Nationalmannschaft kriegt dann auch erstmal ihre Trikots. Und war das ein Go? Ja, ich glaube, die Fahrertür geht jetzt endlich zu und man kann den ersten Gang einlegen. Also, jetzt versprechen wir mal noch nicht so viel. Ja! Also es lädt. Es geht los! Ein Applaus einmal bitte. Yeah, da lässt er schon den Motor heulen. Also, Showrennen und der Start ist schon erfolgt. Und Slimmer ist hinten dran, lässt seinem Teamkollegen bei uns erstmal hier die Vorfahrt auf der Strecke. Und der muss erstmal jetzt diese Goodies hier wegräumen, nämlich die Abkürzung freifahren und diese Teile, die da rumfliegen. Oh! Da ist Jesus! Aber ganz schön Schlinger gekommen. Oh ja, mein Gott. Das riecht ja zum Teil ein bisschen an Leck. Also, er fährt momentan noch hinterher. Er fährt übrigens nicht als Bischof 88, sondern er ist selber mit seinem Account drin, Bounce. Und ja, die fahren auf jeden Fall das der Shop-Setup. Und Slimmer wird hier wieder überholt von seinem Teamkollegen, der hier wieder nicht ganz die Kurve kriegt. Und wir sehen auch gerade wieder, Kollisionen sind ausgeschaltet. Richtig. Hier, und das ist einer sogenannten Pursuit Breaker. Wenn das Ding nämlich irgendwie einem auf die Birne fällt, dann verliert man massig Zeit. Und gleich sehen wir auch diese Kante, wo man bewusst das Ballriding in Kauf nimmt, um eben halt gut in die nächste Kurve reinzukommen. Nämlich, aufgepasst, jetzt gleich, wenn es hier in die nächste Kurvenkombination geht. Ja, ein bisschen dauert es wohl doch noch. Hier geht es also nochmal richtig rum. Hier in die Kurve rein. Ja, hat ein bisschen angeeckt und da ist der Bounce doch ein bisschen besser durchgekommen. Ja, durch jetzt die Kurve. Macht der Bounce diesmal wirklich einen guten Job. Der Slipper kann nicht so dominieren wie im Match wie gegen Bischof. Richtig. Und hier ist jetzt gleich diese Stelle hier. Einmal gegen und da. Das war ein ganz böser Fehler vom Bounce. Ja. Und er hat jetzt mindestens 2 Sekunden verloren, so wie es aussieht. Ja, so sieht's aus. Also er liegt jetzt gerade hinten. Da hat er gerade diesen bewussten Einlenkpunkt nicht ganz hinbekommen. Da muss man nämlich anlenken, damit man das Fahrzeug rumschmeißen kann, um durch diese Durchfahrt reinzukommen. Und wenn man da den Punkt verpasst, dann knallt man da vor. Ist auch schon bei den Generalproben oder beim Training sehr, sehr häufig passiert. Das muss man üben. Ja, aber man sieht, mit was für einer Geschwindigkeit die durch diesen Parcours fahren und wie eng die Kurven genommen werden, das ist der helle Wahnsinn. Also der helle Wahnsinn ist vor allen Dingen das Spiel mal mit 2 Promille zu spielen, weil ich glaube, da kommen einigen, glaube ich, die Getränke des Abends mal schneller hoch als erwartet. Ja, hier wieder. Also sowas betrunken zu spielen, ich glaube, du kommst keine 50 Meter weit. Da brauchst du keinen Motion Blur. Auf jeden Fall, jetzt geht es hier richtig rum um die Strecke und alle Sachen sind auch weggeräumt. Das heißt, diese Pursuit Breaker sind jetzt alle mehr oder weniger von der Strecke. Natürlich bleiben noch einige Sachen bestehen. Ja, und er hat jetzt hier schon einiges an Zeit, lässt auch so ein bisschen seinen Teamkollegen wieder rankommen, gibt ein bisschen so vom Gas, aber der fährt natürlich da hinten jetzt auch mit Höllenspeed. 1,41 Sekunden Rückstand nur für Bounce. Also, ja, dieser Fahrfehler war schon Zeitraum. Ja, aber Slipper muss nur einmal an die Bande wahrscheinlich kommen und dann ist Bounce auch wieder an ihm dran. Ja, und ja, wir werden sehen, wie das Rennen hier ausgeht. Letzten Endes hat Slipper alles in der Hand, hier mit diesem Rennen jetzt schon alles klar zu machen. Hier ist wieder die letzte Runde schon. Richtig, genau, letzte Runde. Und wenn er hier wirklich so, wie es jetzt steht, durchs Ziel kommt, dann ist es so, dass er uns hier nur ein Rennen beschert. Aber wer weiß, alles hier noch passieren kann. Er muss ja 2 Rennen gewinnen für ein bester Freak. Bounce, ja. Ja. Bounce muss 2 Rennen gewinnen, wegen dem Loser-Bracket-Nachteil. Und er gewinnt! Also, da war das Rennen auch schon zu Ende. Slipper gewinnt das erste. Need for Speed.